Bei Sonnenaufgang hinter dem Teide auf der Nachbarinsel Teneriffa fahre ich auf den höchsten Berg La Palmas, den Roque de los Muchachos. Die Luft ist noch klar und die Farben des Vulkangesteins sind sehr intensiv. Für mich gehört ein Tag hier oben auf dem Rand des größten Senkkraters der Erde immer neu zu einem Urlaub auf La Palma. Der Blick hinunter entlang der tief abfallenden, in markanten Strukturen ausgewaschenen Felswänden fesselt mich. Abgelenkt durch die Begeisterung für diese Landschaft habe ich nie Aufmerksamkeit für eine andere Besonderheit hier oben gehabt. Da heute schon früh die Wolken im Krater aufsteigen, nehme ich die Sternwarten bewusster wahr. In den letzten 25 Jahren entstand hier oben das größte Observatorium der nördlichen Erdhalbkugel. Noch einmal geht mein Blick zurück. Weit hinten am Horizont ist aufgrund der sauberen Luft der Teide sehr gut zu erkennen. Tief unten bleibt vieles Störendes zurück. Das ist besonders die dichtere und verschmutzte Atmosphäre und das Fremdlicht der Städte in der Nacht. Im Areal des Observatoriums liegt eine Residenz mit der Verwaltung und den Unterkünften für Wissenschaftler und Monteure der Sternwarten vieler Nationen. Seit 1982 wurden von verschiedenen europäischen Ländern hier oben unterschiedliche Teleskope errichtet. Schwedische Astronomen erkannten als erste, dass hier oben auf La Palma die Passatwinde günstig gegen Konvektionen in der Luft wirken. Sie bauten hier das erste Teleskop zur Erforschung der Sonne. Aufnahmen von Eruptionen und Sonnenflecken sind hier besonders scharf. Die sehr guten atmosphärischen Voraussetzungen waren auch mit ausschlaggebend, dass hier nun das größte optische Teleskop der Erde mit einem Spiegeldurchmesser von 10,4 Metern entsteht. Ich bin überrascht und erstaunt über die Größe der Kuppel. Sie hat die Maße einer großen Konzerthalle. Die Dimensionen der Großteleskope werden mir hier zum ersten Mal richtig bewusst. Eine stabile Tragkonstruktion wird das 13 Meter breite und 27 Meter hohe Teleskop aufnehmen. Kältemaschinen werden die Linsen und Prismen auf minus 170 Grad kühlen, wodurch eine bestmögliche optische Leistung gewährleistet wird. Erstmalig wird hier eine Klimaanlage den gesamten Kuppelraum auf die Durchschnittsnachttemperatur halten. Konvektionen am Teleskop nach Öffnen der Sichtluke werden so verringert. Die italienische Sternwarte Galileo reduziert das Temperaturausgleichproblem durch ihre raumsparende Hüllenform. Um das Teleskop in der horizontalen in Position zu bringen, dreht sich der gesamte obere Aufbau der Sternwarte um die senkrechte Achse. Die vertikale Drehbewegung dieses 3,5 Meter Durchmesser großen Spiegels lässt ahnen, wie gewaltig einmal die Ausmaße des größten Teleskops der Erde mit 10,4 Meter Durchmesser sein werden. Über dem Spiegel befindet sich in einem Rohr zentral angeordnet das Kameraauge. Es funktioniert im Prinzip wie eine Digitalkamera. Ihre Bilder werden zu Computern in die Leitzentrale geleitet. Temperaturänderungen durch Öffnen der Kuppel können Spiegelverformungen verursachen, die zu Bildverzerrungen führen.
Viele Stellglieder in der Bodenwanne korrigieren automatisch über eine Bildrückkopplung den Spiegel, bis er vollscharfe Aufnahmen projiziert. In der Nacht steuern die Wissenschaftler von PC-Arbeitsplätzen das Teleskop und suchen im All nach neuen Erscheinungen. Mit neuen, größeren und genauer arbeitenden Teleskopen gelingt es immer tiefer in den Weltraum zu schauen. So zu Kometen, Galaxien und Gasnebeln. Im genaueren Detail erforscht werden kann bisher aber ein doch nur relativ naher Bereich von ca. 3 Milliarden Lichtjahren. Die von den Weltraumobjekten kommenden Strahlen werden auf dem Weg zu uns absorbiert und erlöschen bei zunehmender Entfernung. Das 17 Meter Durchmesser große Cherenkov-Teleskop MAGIC soll nun den Blick bis hinein in das frühe Universum möglich machen. Genutzt werden die Gammastrahlen, die extrem kurzwellig sind und daher nicht so stark absorbiert werden. Beim Eindringen der hochenergetischen Gammastrahlen in unsere Erdatmosphäre treffen sie auf Luftmoleküle. Dabei werden bei Vernichtung ihrer Energie Cherenkov-Blitze, sogenannte Luftschauer, erzeugt. Die Luftschauer, die in 5 bis 40 Kilometer entstehen, werden vom Teleskopspiegel reflektiert und von einer Kamera erfasst. Seit 1996 ist auf La Palma eine Forschungsstation mit mehreren Cherenkov-Teleskopen mit Spiegeldurchmessern von 3,5 Metern in Betrieb. Die Erfolge sind so durchschlagend, dass entschieden wurde, ein in der Spiegelfläche 28 mal so großes und damit entsprechend empfindlicheres Teleskop zu bauen, um damit das früheste Universum zu erforschen. Das MAGIC-Teleskop wurde Ende 2003 in Betrieb genommen und wird von 8 Ländern genutzt. Das deutsche Max-Planck-Institut ist wesentlich beteiligt. Der im Durchmesser 17 Meter große Spiegel mit 237 Quadratmeter Fläche besteht aus 1000 Einzelelementen, jeweils 4 Stück zu einer Steuerebene zusammengefasst. Die Aluminiumfrontplatten sind hochpoliert. Die Spiegeleffekte sind verblüffend und irritieren mich. Um die gesamte Einheit möglichst verbindungssteif, aber dennoch leicht zu bauen, wurde eine Carbonfaser-Rohrkonstruktion für das Traggerüst gewählt. Die vertikale Spiegelbewegung erfolgt über einen Antrieb auf einer Halbkreis-Zahnschiene auf der Rückseite des Skelettes. Die gesamte Einheit wird auf der Spiegelachse in großen Lagern getragen. Horizontal dreht sich der Aufbau auf einer Schiene auf dem Betonfundament. Der Gesamtspiegel wird optisch ständig auf genaue Position zur MAGIC-Kamera überprüft. Mit Laserstrahl wird jede einzelne Steuerebene automatisch mit Justierzylindern ausgerichtet. Die Steuerung erfolgt über ein Computerrückkopplungsprogramm zur Schärfung der empfangenen Aufnahme. Gegen Tau und Eis sind die Spiegel durch eine Beheizung geschützt. Die umfangreiche Verkabelung zeigt den notwendigen großen technischen Aufwand für die Steuerung des Teleskops und den Empfang der Signale. Junge Wissenschaftler sind am Tage bemüht, Probleme aus den Beobachtungen in der Nacht zu beheben und Verbesserungen vorzunehmen. Das Teil wird rein und wird verteilt und geht von hier auf die ADCs. Wegfahren von der Lampe. Die Ergebnisse werden diskutiert und bewertet, um in der nächsten Nacht mit neuen Voraussetzungen arbeiten zu können. Laser on, Speicher
die Leseposition. Spannend ist natürlich immer die Betrachtung und Auswertung der Ereignisse im All aus der vergangenen Nacht. Ein fachkundiger Betrachter kann an diesen direkten Magic-Aufnahmen die Qualität der Luftschauer erkennen. Im Vergleich mit auch von optischen Teleskopen erfassten Objekten können Computersimulationen erstellt werden. Vielleicht kommen die Gammastrahlen von einer Supernova, einer großen Neubildung einer Sternenformation. Oder hat man eine der leistungsstärksten Strahlenquellen im All, einen Quasar, erfasst? Oder wird man sogar an den Strahlen dieser Reste einer Supernova ein massives schwarzes Loch nachweisen? Mit dem neuen Magic-Teleskop werden hoffentlich bald viele neue Erkenntnisse aus dem bisher unerforschten frühen Universum gefunden. Jede Nacht kann für die Forscher eine neue große Überraschung bringen. Ich träume davon, bald einmal nicht nur am Tage dabei sein zu dürfen.